Nach etwas mehr als 34 Jahren ist heute Abend die letzte Folge der ARD-Serie Lindenstraße gesendet worden. Die 1758. Folge trug den Titel Auf Wiedersehen. Zu Spitzenzeiten hatten 15 Millionen Zuschauer eingeschaltet, um die Schicksale und Erlebnisse der Lindenstraßenbewohner zu sehen. Mit Verweis auf rückläufige Zuschauerzahlen und steigende Produktionskosten hatte die ARD entschieden, die Serie einzustellen. Was auch immer sich in der Lindenstraße veränderte, eines blieb. Wenn Mutter Beimer sich sorgte, briet sie Spiegeleier, auch heute in der letzten Folge. Es waren wohl Hunderte in über 34 Jahren der Kultserie. Liane Rother und ihr Freund André Weber waren all die Jahre vor dem Bildschirm dabei. Als Mitglieder des Lindenstraßen-Fanclubs haben sie nach dem Drehende im vergangenen Dezember Requisiten ergattert. Fürs stimmungsvolle Ambiente beim Schauen der letzten Folge heute Abend. Die Lindenstraße war ein Meilenstein der deutschen Fernsehunterhaltung und sowas gibt's aus meiner Sicht nicht annähernd mehr im Fernsehen. Die Lindenstraße spiegelte den Alltag hierzulande wider, kam ein bisschen spießig daher, aber immer hochaktuell. Bei Gott und Vaterland! Rechtsradikalismus, Homosexualität. Die Lindenstraße am Puls der Zeit bis zuletzt. Ja, hallo. Dieser verdammte Linden. Hoffentlich kein Corona. Und manch ein Charakter war so langlebig wie die Serie selbst. Aus Klein Klausi wurde Klaus. Das ist das Besondere. Die sind so mitgewachsen wie ganz normale Familienmitglieder. In der letzten Folge kamen sie noch einmal alle zusammen. Die Feier des 80. Geburtstags von Helga Beimer im Akropolis, gleichzeitig ein Abschiedsfest. Ein leises Ende mit Möglichkeiten für eine Wiederbelebung der Lindenstraße.